Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Borderlands 2 mit mir, ganz allein. Ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Das ist ganz komisch, wie schnell ich mich umgucken kann. Das ist verrückt. Ich könnte es so gar nicht spielen, ey. So schnell, wie man hier so durchscrollt. Es ist zu sensibel. Okay. Controller. Ah, es ist viel smoother mit Controller, wie ich finde. Viel, auch viel besser zum Angucken. Das ist nur mein Eindruck. Wenn er aufhören würde zu reden, wäre das echt cool. Ist auch das Leben aus. Gib mir Stacks. So, 256 Stacks wieder. Oh. 58. Unsere Wahrheit leuchtet hell. Eventuell komme ich doch wieder auf die 400. Das wäre saugeil. Das ist ein Zauberer. Das kann nicht sein. Doch, ich hab dich gesehen, du warst weiß. Du bist auch noch weiß. Der Orden triumphiert. Unsere Wahrheit leuchtet. Ja, hör auf zu reden, wenn du nur stirbst. Das ist der richtige Weg. Der einzige Weg, oder? Und wo kam ich? Von da kam ich doch, ne? Aha, man nimmt einfach den richtigen Weg. Ich find's schön, dass hier so viele Gegner sind. Das wird mir schön Stacks geben. Heute, Freunde, heute kriegen wir die 400 zurück. Der Orden, wir sind unerhaltsam. Ich darf dem Bösen nicht unterliegen. Bedeutet nichts. Horizontsende. Ich vermute mal, dass es der Ende des Ganges ist. Und ich glaube, diese Katapulte und so weiter sollen als episch wirken. Aber ich bin so fokussiert auf meine Packung. Mich interessiert nichts anderes. Lieber! Nein! Ich darf dem Bösen nicht unterliegen! Ernsthaft? Da muss einfach irgendwo hinschießen. Okay. Wie auch immer die Babydrachen herkommen. So. Gesundheit würde ich nehmen. Oh, ja, Munition. Die fleischgewordene Rache der Ehre. Ja, Kampf. Wo ist Geschwindigkeit? Unsere Wahrheit leuchtet. Naja. Holy shit. Du bist doch gestorben. Wo ist mein Schild? Das war knapp. Es gibt keine Hoffnung für die Verlorenen. Fast jeder einzelne Schuss geht daneben. Aber leck doch. Finde ich gute Einstellung. Wie steckst du hier zusammen, kriege? OP! Ich bin OP! Ich weiß gar nicht, warum wir hier so lange kämpfen. Das Buch der Taten wird dieses Tages gedenken! Haben wir es jetzt? Geht das Tor jetzt auf? Nein, offensichtlich nicht. Oh yeah! Knusper, 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 höre ich den Hintergrund. Du machst das Spiel kaputt, Mann! Ja, das passt jetzt wirklich. Die Tür ist offen. Die Unheilvollen sind nahe! Der Orden. Manchmal dauert es so 5 Minuten und dann hat man seine Stacks voll. Verrückt. Aber ich bin sowieso des Todes, also ganz ehrlich, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Eine Knarre kaufen kann. Ich bin sowieso tot. Wartet, Moment noch. Ich lasse den Drachen in einer Sekunde auf euch los. Ich muss nur noch meine Kamera klar machen. So, jetzt. Ich werde die Aufnahmen, wie ihr starbt, mit Dubstep-Musik untermalen und massenweise Klicks im Econet einfahren. Oh, das wird geil. Okay, dann Kamera läuft.
Der Drache vom Anfang des Spiels nähert sich. Würfelt die Initiative aus! Der Handsome-Drache. Was soll der Scheiß, Smokey? Lass sie nicht so einfach übertölpeln. Deckung und weg! Ich ausbrennen. Bin der Gott des Todes! Immer feste drauf! Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ich ruf nochmal Roland herbei. Muss das denn wirklich sein? Roland Zeit! Rums! Ich brauch keine Hilfe. Na komm! Jetzt hab ich plötzlich Sicherheit unter Kontrolle! Echter Ritter! Beute, Beute, Baby! Geil! Beute! Und wie? Menno, was für ein Mist! Na gut, dann kommt halt hoch, dann bring ich euch eben selber um. Oh, wartet, ich schließ euch die Tür auf. Noch mehr Beute! Und ein Level Up. So, wo gehen wir da rein? Das ist hier die Frage. Vorzeitiges Nachladen werde ich nie tun. Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöht Death Traps Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, nö, eigentlich nicht. Boah. Das bringt mir gar nichts. Death Trap stellt die Schilde eines Verbündeten wieder her. Wenn dein Magazin halb leer ist, erhältst du einen Bonus auf deine Feuerrate. Das ist auch eher billig. Das Töten eines Feindes gewährt für kurze Zeit einen Bonus auf Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, das ist nicht schlecht, ja. Dann machen wir auf den hier und dann gehen wir dann auch darauf. Das ist hier der Plan. Höhle der unendlichen Qualen. Ja, wie die wir an die Quest rankommen, ich weiß auch nicht. Da geht es irgendwie nicht runter. Ist fragwürdig. Aber hier sind wieder Kekse. Ihr fallt hinab in den muffigen Dungeon. Und es ist euch arschpeinlich, wie leicht euch der Hexer in die Falle locken könnte. Viel Glück beim Versuch, aus meinem Dungeon zu entkommen, ihr Arschgesichter. War mir ein Vergnügen. Wie kommen wir zurück in die Stadt? Gar nicht. Ihr seid gefangen. Aber ich will Nebenquests machen und so ein Zeug. Oh, guter Einwand. Plötzlich passiert das hier. Hilfe. Klingt wie eine Gefangene oder sowas. Vielleicht kennt sie einen Weg hier raus. Dann sollten wir sie suchen. Natürlich funktioniert das nicht. Tina, da vorhin. Du kannst uns nicht einfach zwingen, in eine Falle zu gehen. Wir brauchen wenigstens eine Chance, ihr zu entkommen oder so. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass ihr in einer Runde so weit kommt. Ich habe diesen Teil gar nicht vorher geplant. Ich improvisiere gerade. Ja, aber laut den Regeln... Lilly, da unten prügeln 6 Leute gerade Informationen aus einem Hyperion-Spion raus. Und du erzählst hier was von Regeln? Ist das dein Ernst? Simon. Familienangelegenheiten. Hallo, ich bin Simon, Zauberer. Schön, euch kennenzulernen. Bob. Hä? Ich habe euch gerade verhext. Keine Bange, es ist ein echt cooler Zauber. Ihr könnt jetzt tata mit den Toten reden. Wie gesagt, sau cool. Als Gegenleistung für dieses Geschenk werdet ihr meinen Bruder Edgar finden. Geht zu den Leichenhaufen, die der Hexer aufgestapelt hat, erweckt ein paar Tote zum Leben und schaut nach, ob Edgar darunter ist. Ja genau, ihr könnt jetzt auch Tote erwecken. Gern geschehen. Und jetzt verschwindet. Oh, den hätte ich gerne als Skin. Hä? Ist das hier etwa? Spinnen, natürlich. Komm, gib mir die 400 Stacks. Boom. 400 Stacks, Alter. Jetzt kann der Spaß wieder losgehen. Ja! Wir sind überall fallen. Woohoo. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Bin ich gut, oder was? Du bist gut, Madame. Du bist richtig gut. Kann ich wieder rumspringen? Ist geschafft. Ich bin glücklich, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Das war nicht wörtlich gesehen.
Hä? Soll eine Bullshit hier? Spieler! Was soll das? Ich verbrauch doch nur ein paar Stacks. Beruhig dich, Mädel. Da sind Kekse. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Scheint nicht wirklich offensichtlich zu sein, oder? Das will ich auch können. So wird das auf jeden Fall nichts. Gott, ich werde mich hier sowas von verlaufen. Du machst das Spiel kaputt, Mann! Weißt du, hier ist alles möglich, ja, aber ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wie, wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Was hä? Gar nichts. Jedes Mal schreit sie, was soll das? Ich mache aber gar nichts. Ich verstehe die Braut nicht. Nur weil sie keine Stacks mehr bekommt, wahrscheinlich. Weil sie Stacks voll hat. Hat den Hals voll gekriegt. Okay, hier ist eine Truhe. Ich glaube, das war der Zweck des Ganzen. Bin mir nicht so ganz sicher. Ja, scheiße. Alles scheiße. Alles eigentlich recht scheiße, ne? Na gut, gehen wir zurück. Die Frage ist nur, wie kommen wir aus diesem Loch raus? Ups. Das ist eine Leiter. Man kann auch einfach mal den einfachen Weg nehmen, ne? So, damit haben wir die ersten Kekse. Vermute mal, da hinten ist auch eine Leiter. Japp. Das hätte man sich denken können. Ich würde gerne mehr als 400 Stacks haben. Ich vermisse gerade das Decken. Von da kommen wir, ne? Doch wie gelangen wir auf die rechte Seite? Es würde wahrscheinlich nichts bringen, das Ding nochmal zu drehen. Oder etwa durch? Soll da einer mal schlau draus werden? Ich will mich hier sowieso verlaufen. Was sagt mir die Karte? Ja, rechts ist schön. Also, es wäre leicht, wenn wir da hinkommen. Wir zielen, wie einfach alles um uns herum fliegt. Soll ich dahin, wo es soll? Wie sieht das jetzt aus? Also. Laut Karte müssen wir doch einfach nur hier hochgehen und dann sind wir da am Ziel. Warte, das ist die andere Seite. Ah. Stimmt, da waren die Tür. Da ist die Tür. Lecker, lecker, hei! Gleich ist es vorbei! Elender Stumpf! So, ihr seid jetzt.
ist in der Nähe eines der Leichenhaufen. Geht einfach hin und berührt die Leichen. Damit erweckt ihr sie. Oh, ist Edgar da drin? Nö, sieht nicht so aus. Er hätte eine Krone auf. Tötet sie einfach alle wieder. Sie sind's gewohnt. Sie sind's gewohnt. Ben ist im Anrücken! Oh. Und die Schwertviecher. Nervige Viecher, Alter. Ach so, wenn ihr Edgar findet, nicht, dass ihr ihn zu mir bringt oder so ein Blödsinn. Ich will nur sicher gehen, dass er tot ist. Wir haben beide um diese Herzogin geworben. Sie hat ihn erwählt, ich habe ihn umgebracht und so weiter, bla bla bla. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn findet, jagt ihm eine Kugel in den Schädel. Aber wieso soll ich ihn wieder wecken? Ach, um sicherzustellen, dass er tot ist. Hier stehe. Was bist du? Rettet mich. Hilfe. Zu spät realisiert, was da genau gerade passiert ist. Haben wir Geschwindigkeit hier? Ich zaubere Wiederbelebung. Warum meine Stacks? Oh, Glück gehabt. Ich habe kurz Panik gehabt. Okay. Ich hasse es zu warten. Oh Gott! Super. Loot! Oh, ist ja klar. Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Einfach wohin ballern, wir treffen schon irgendwas. So viele Packen! Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Mir fällt kein guter Spruch mehr ein! Los, bald, los! Hä? Achso. Ihr werdet. Unmöglich! Easy! Gib mir mein Loot. 20, 20, 20. Hier. Wow. Hat sich ja voll gelohnt, hier alles abzuschlachten. Für 4. Mann, heute habe ich kein Glück. Ey, obwohl ich hatte einen 20er, also. Schlecht war es ja nicht, aber irgendwie. Keine Ahnung, seitdem nichts mehr Gutes bekommen. Das finde ich ein bisschen traurig. Alla Palam, tschüss. Ja, Gift! Ist nur ein bisschen nervig. Hört aber nicht wieder auf. So, hier haben wir wieder Munition und so ein Scheiß, ne? Ja. Hier drüben. Weiter. Ja, das ist Angel, komm. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr kümmern muss um Stacks. Jetzt kann ich nur noch das Spiel genießen. Ja, mit all seinen Vorzügen. Nix da. Keiner drin. Nur der Pfadfindertrupp, den der Hexe aus Versehen niedergewalzt hat. Zu seiner Entschuldigung muss ich sagen, er hatte es wohl eilig. Okay. Ich weiß nicht mal mehr, was Treffsicherheit
Die explodieren also. Das Beste überhaupt! Scheiß Magier-Skelett, komm. Ich will die Stacks wieder aufbauen. Gott steh euch allen bei, wenn ich tatsächlich irgendwann was treffe! Komm schon, Edgar, wo steckst du? Seht ihr, darum sollte man sich vor einem Mord nie besaufen. Ich weiß noch, ich habe sein Haus abgefackelt, aber ich kann mich ums Verrecken nicht mehr erinnern, ob ich ihn vorher drin eingesperrt hatte oder nicht. Sowas nervt echt. Echt? Meine Stacks. Nein. Oh, ich hab was geschafft. Oh. Ich war voll weit weg und der ist explodiert. Wie unmöglich ist denn das, dass er mich dabei tötet? Habe ich jetzt die Hälfte an Keksen schon verpasst? Also. Egal. Ich dachte schon, es wäre gerade runtergegangen. Vielleicht kommen wir da hinten nochmal an. Hall of the Death. Okay. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ich will ja wieder am Anfang. Hi. Ihr erinnert mich ein bisschen an du. Ah! Nur die Kekse. Ich muss gar nicht mehr zielen. Bis sie sich gegenseitig töten. Finde ich gut. Hat was. So, wir sind jetzt hier an der Ecke, wo die Kekse sein sollen, ne? Natürlich nur unten. Ja, müsste ich aber springen. Frage ist, muss ich dann den ganzen Weg wieder hochgehen? Nee, das ist eine Leiter. Da ist schon mal eine Leiter. Und da sind wir am Anfang. Ah, jetzt ist die Tür offen. Oder hier unten? Ach nee. Hier waren die Kekse, ne? So, hier waren wir aber schon mal. Ich würde aber jetzt ungern runterspringen dafür. Die Folge ist sowieso fast vorbei, ne? Alles zurück. Aber die Kekse müssen mit, Freunde. Kekse müssen mit. Leck mich doch. Ja. So. Hier habe ich schon mal dabei. Nach oben? Jetzt heißt es plötzlich nach oben, oder was? Komm. Komme ich da überhaupt hin von hier aus?
Okay. Möchte gerne dahin. Dafür sollen wir nach oben. Au! Jedes Mal sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal nach unten. Hoffen das Beste. Ansonsten laufe ich ganz zurück, wo wir gerade waren. Und dann muss es da irgendwo sein. Nicht hier. Oder hier ist ein Fahrstuhl, der nach oben geht. Juhu! Lirum, Larum, Löffelstief! Unmöglich! Ich sehe die Kekse. Hab sie! Moment, der Salat hat dir geschmeckt? Wo ist dann das Problem? Wisst ihr, wer den Geschmack von Salat mag? Erwachsene! Ich will keine Erwachsene sein! Tina, du bist hier unter drei Erwachsenen und die haben gerade imaginäre Crumpets gesammelt, weil sie das für eine ziemlich lustige Idee hielten. Sowas wie Erwachsensein gibt es gar nicht. Ich... Weißt du was, Mädchen? Da ist was dran. Ich lass dich leben. Erstmal. Schließt Alice Quest ab und ich gebe euch ein paar EP. Gut, Freunde. Wir sind irgendwie hier an einen Punkt gekommen, wo wir raus können. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann geben wir erstmal ein paar Quests ab in Glamrock Review. Haut rein, euer Zero. Tschüss.